Strafe gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Together Dead Island Riptide. Ich habe wieder meine Freundin dabei, man sieht sie hier, da ist die Lapis. Hallo. Genau, sie hat jetzt eine Machete in der Hand und macht so. Ist egal. kurz zu dem, was ist gewesen, wir haben ja dem anderen Kollegen da, dem Senni, blöder Name, Senni, wir haben Senni, die... Wenn man jemand, der Batram heißt. Ah, nee, besser. Ja, ja, Gott, wenn der Sohn Senni heißt, muss der Vater Batram heißen. Ja, wurscht. Egal, auf alle Fälle haben wir dem die Rinde gebracht gegen sein Malaria. Dann hat sich der Batram ein bisschen drüber aufgeregt. Bla, keine Ahnung. Auf alle Fälle hat er uns dann erzählt, dass der Marcus, den wo wir mal gerettet haben, der sogenannte heilige Mann, weißt du schon, dass der eigentlich ein ziemlicher Pisser war und ein Vollidiot. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach Haleida, wo er sitzt, und fragen ihn, warum dass er denn so Opfer ist. Das war in der Kurzfassung eigentlich das, was passiert ist, oder? Ja. Schon. Angesicht. Heiliger Mann und Schaufel. Ja, heiliger Mann in die Fresse, Schaufel, sterben, gut. Okay, na dann fangen wir an. Ja. Gut. Ja gut, man muss sich nicht über den Senni aufregen, wenn der älteste Sohn Hadisi heißt. Wie heißt der? Hadisi. Hadisi. Das ist jetzt wie ein Waschmittel. Waschen Sie mit Hadisi, kriegt alle Flecken raus. Und? Boah, ist das gemein. Wir können die Schnellreisekarte nicht benutzen. Frechheit. Das ist gemein. Ja. Okay, dann durchs Wasser. Das hilft nicht. Wahrscheinlich erst, wenn wir mit Markus geredet haben. Davon gehe ich ja mehr aus. Oh, ich habe noch eine Konserve gefunden. Die Frage ist jetzt... Jetzt war es, glaube ich, fast gescheiter, wenn wir ein Boot hätten. Aber ich glaube, die Distanz da hier zum Rennen ist nicht wert. Schätze, glaube ich, Dinge meine. Ich würde mal sagen, uns wird wahrscheinlich auf dem Weg nochmal eins begegnen. Das darf ich nicht einmal sagen. Kann das eigentlich sein, ja. Oh, ein Ziege gerade, das ist ein Schläger. Ich fand das ein normaler. Ich habe gewusst, dass das ein Schläger ist, aber. Ich nicht, ist egal. Auf alle Fälle habe ich am Schläger was gebrochen. Du hackst ihm immer das ab, was ich schon gebrochen habe. Aber gut, dass alle beide Arme gebrochen haben. Wir wollen gerade auf, dass die Infizierten auch langsamer sind im Wasser. Jetzt stirb endlich! Geh in deine letzte ewige Ruhestätte! Thema erledigt. Mir fällt gerade auf, dass irgendwie meine Waffen noch nicht passen. Moment, die muss ich mir noch geschwind. Aber wir können auch an Land gehen, da beim... Ich muss jetzt die Karte weg. Da beim Zimmerkani Reset. Wo? Da ist. Wenn wir jetzt da lang gingen. Ja? Ja, dann gehen wir doch da. Das wird schon passen. Da, entweder wir gehen wir da in den Bungalow rein. Da ist nämlich so wieder so ein Time Warp Bungalow. Wo? Gehen wir auf M. Und dann, wenn es jetzt in die Richtung gehst, Richtung Halei. Ist, da kommt das Zimmerkani-Rest. Ach, der Bungalow. Ja, 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 ich sehe schon. Das können wir auf dem Video entscheiden. Aber da ist dann eh dann ein Auto. Ach, was, gehen wir einfach gerade aus Querfeld um, würde ich sagen. Ich sehe gerade, ich habe einen Wegpunkt markiert, wo ich eigentlich gar nicht wollte. Deswegen entfernen wir den schnell. Okay. Ich habe mir auch weg, ja. Aber ich würde da zum Beispiel ein Landgitter fahren. Ja. Du bist jetzt tot. Das aber halt das. Weil an Land sind wir wenig zu Fuß auch schneller wie über Wasser. Das ist richtig, ja. Wieso müssen wir eigentlich ständig durch den Sumpf rennen? Weil der Sumpf alles zurückerobert. Hinter dir! Sumpf ist so ein Opfer. Wobei ich dazu sagen muss, ich würde gern mal einen richtigen Sumpf sehen. Nicht so dieses Moor, Gewässer, bla, wie du es bei uns kennst, sondern... Sowas wie die Everglades zum Beispiel. Das war die allererste Time Warp Zone, in der wir drinnen waren. Keine Ahnung, ich weiß, dass da vorne eine Wasserleiche ist und dass der scheiß Schlagring mit dem Strom echt ausschaut, wenn ich da einen Kompass draufpickt hätte. Oder so, irgendwie sowas. Ihr kennt es jetzt auch bloß an dem Ding.
an dem Wassermonster. Ja. Das ist die Stelle, wo oben so viel Zeug rum ist. Ja. Bringen wir mal die Wasserleiche um. Wie sieht das wo her? Bringen wir mal die Wasserleiche um. Ja, das ist doch wo. Ja, da wo der ganze Scheiß liegt. Genau. Das war da, wo wir ein Ding gerettet haben, an Mugambi, oder? Nein, das war hier die erste Dead Zone, wo wir gefunden haben. War da vorne nicht auf dem Dach da von der Mugambi? Oh, das ist cool sein. Also ich bin mir fast sicher, dass er das da war. Ich weiß, dass hier oder da hinten lag ein Inselführer. Da ist die Dead Zone, du hast schon recht. Aber ja, nein, das ist schon da, wo der Mugambi war, weil da ist nämlich das Auto. Und ein Haufen Tote, warte, ich zünd sie an. Das ist so ein Opfer, wieso bleibt der vor dir stehen, damit er schreien kann? Im Kriegehabe. Slow Motion. Zombies haben sowas, das waren wir allerdings nein. Aber warte mal, ich will jetzt mal wieder mal den Klassiker mal wieder auspacken. Aha. Ey, das Ding ist doch cool. Komm her. Ich hab's enthauptet. Ich könnte mich jedes Mal so an dem Teil aufgeilen. Das ist so cool. Fährst du oder soll ich? Ich kann auch mal fahren. Ja, fahr mal. Fahr mal du. Oh oh. Nein, fahren Sie, junge Frau. Ja, ja, ich versuche gerade einzusteigen. Was ist denn jetzt los? So, jetzt geht's. Na? Okay, ich fahr. Jetzt, endlich. Ah! Blinker setzen, losfahren. Seitenblick. Das hätten wir uns so sparen können. Jetzt sieg ich es erst. Das hätten wir uns so sparen können. Ja, scheiß da unten drauf. So. Da unten ist wieder der kollektive Begrüßungsschläger, oder? Willkommen, Schläger. Nein, ein Willkommensexploder. Das bist du. Mist, aber wieder vorbeigeschossen. Aber tot. Bin schlecht. Bin schlecht. Und bam! Draufgesprungen. Was ist denn jetzt los? Corona. Hallo, willst du zum Kopf springen? Geht doch. Das ist nochmal ein Sprung. Der war cool. Das war nacheinander totspringen. Und davon ist nur ein Exploder, das ist wieder ein Job für die. Gut, das ist gar nicht Sieg. Ach, da ist er. Da ist Spiel oder läuft der schneller wie die anderen? Der ist ja verpackt, ich kann nicht treffen. Jetzt geht's. Warte, ich kann auch beschmeißen. Hat wunderbar funktioniert. Nein, nicht was die Kettensäge. Was war das jetzt? Der war direkt im Visier drin, aber... Ja, dann wird schon irgendein Bug gewesen sein, der wo wieder einen auf Arschloch macht. Ah, da ist er dann. Da hinten sitzt eh immer auf Bruce, glaube ich, drin, oder? Ja, genau, das sitzt da drin. Ja, scheiß auf den Bruce. So lang ist der. Gott, wir haben schon so viel Scheiß eingesammelt, hey, so viel kann eigentlich der Normalsterbliche gar nicht mit sich rumtragen. Ja, du hast wenigstens nur deine Militärhose. Zurück, zurück, zurück! Ja, okay. Was ist schon erledigt, die hätte sich jetzt so zünd, aber. Mami, die hat ein Messer gehabt. Ja, ich hab's gerade gesehen. Das hat irgendwie übel ausgeschaut von der Weiden. Bist du? Da. Ja, schon wieder da. Da hab okay. Ich Augen gemacht. Hat er Augen gemacht? Haben wir umgebracht. Hat Augen. War jetzt der Schläger geschrien? Die Wurst da vorne ist der. Ja. Gehen wir mal ins Lager. Sprechen wir mal mit dem Pater. Leck mich am Arsch. Wir müssen mit Jackson reden. Okay. Ich
sprechen mit ihm. He's not here. Said he had to get to paradise to meet the blessed. Said that they're immune. He was all worked up. Couldn't wait to try a ritual or something. Wasn't making much sense. Das Ritual. Jetzt lassen wir Rotten. Warte mal, wir machen mal zu. Vielleicht können wir es benutzen. Ich glaub's zwar nicht, aber das war halt echt jetzt cool, wenn man die scheiß Schnellreisekarte auch hernehmen kann. Ja, das geht, aber bevor ich das mache, will ich noch geschwind reparieren. Ich auch. Mein inneres Gefühl sagt mir, dass nämlich da irgendwas scheiße passieren wird da hinten. Er will ein Ritual auch durchführen. Ja, nur deswegen sage ich ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das besser ist, wenn wir da vorbereitet hingehen, weil dann gehe ich nämlich kleine Midi-Kits auch kaufen. Ich habe Angst vor dem Kerl, der war. Heilige Männer waren mir noch nicht sympathisch. War mir immer schon ein bisschen suspekt. Ne, komisch ist er, das weiß ich auf alle Fälle. Die ist aber billiger. Weil die großen Medikits kosten beim anderen 350, oder? Nein. Oder 500. Oh, siehst du, bei der kosten es 285. Oh, Schmarrn. Das sind die mittleren, die großen kosten 500, 220. Wo kaufst du es denn du? Ach, bei der Ärztin unten? Ja, bei unserer Spezialistin für, sag's, Medizin. Oh, ich kann mir dem typisch Märztablett in die Hand drücken. Das habe ich nicht. Ich habe bloß für die anderen wieder Konserven. Das wäre wahrscheinlich dann wieder nicht gehen, wenn wir in der Mission sind. Wundern tut's mich nicht. Was war denn das jetzt? Das war ein Schluckdringer. Ah, das hat sich ganz, ganz grausam auf meiner Seite umgekehrt. Ja, das tut mir leid. Ich war ein bisschen Luft mitgegangen. Also beim Dringer. So, ich geh noch schnell reparieren da hinten. Ja, das hab ich gerade gemacht. Ich würde ja gern deine scheiß Spackenfreunde suchen. Ja, das tun wir nur, aber das kommt erst später. Ich hab Angst. Ja, passt. Bist du fertig? Ich bin fertig. Dann Schnellreise nach Paradise. Mal gucken, was das jetzt wird. Oh, aber ich kann dir da meine Konserven in den Hand drücken. Ja, dann kann ich nur Level aufsteigen. Das ist ja richtig. Leck mich am Arsch. Da mal irgendwas. Boah. Der da hab ich dir. Das hey! Ha? Was ist das jetzt? Was? Bruder, kann ich stillstehen? Ach, du musst, geht sie ständig rückwärts? Ja. Drück einmal kurz nach hinten. Jetzt geht's immer nach vorn. Du musst genau in die Richtung, wo sie ständig rennt, einmal kurz tippen. Das Problem habe ich auch schon gehabt. Dann hört's normalerweise auf. In welche Richtung rennen sie so? Jetzt müsstest du gestoppt haben. Ja, das ist wahr. Besser. So, warte mal, dann verteile ich noch schnell meinen Punkt. Ich bin noch nicht aufgestiegen, aber ich glaube, ich schaue noch mal nach. Früh kann nicht mehr fein. Oh. 1.140.000 habe ich und 1.164.000 brauche ich. Also früh ist es nicht mehr. So. Haben wir mir jetzt eigentlich genug. Hast du genug Rochen-Scheißdreck gekauft für den anderen? Nick, gell? Doch. Achso, dann können wir die Mission auch noch geschwind fertig machen, bevor wir mit dem anderen Hamdauer reden, oder? Ja. Also nicht. Ach, das ist ein roter Kreis. Das sagt mir, dass da irgendwas gleich passieren wird. This is not good. You let that lunatic in? Carla's not here. She went out to look for something. Sie ist nicht da. Der Henry braucht den Schwan, glaube ich, oder? Irgendwann. Stimmt mal. Na? Steht bei mir der blöde Hardy im Weg, so. Come on, Daddy needs some new shit. Wie ist jetzt der Kerl? Keine Ahnung. Ja, scheiß der Hund drauf, den werden wir dann schon noch sehen, da ich mir rausgehe. Dann ab in den Kreis, oder?
Reich. Ach, das ist Fahndel, das ist da, wo er normalerweise steht. Okay, ich bin im Kreis. Ja. Okay. Er hat uns Geschenke mitgebracht. I know there are immune among you. Step forward and honor the goats. With your help, we will conquer the evil that has infected Palanai. You are the key that can save humankind. You're out of your mind, mate. Get a grip. Don't you see? You immune are the cure for this pestilence. And if you will not step forward and sacrifice yourself for the good of all, then you shall suffer a trial by fire. We must feast on your flesh to ensure the future of the human race. Gott. Was ist denn er für ein Opfer? Hey, ich bin aufgestiegen. Hallo. I'm here. Sorry, I think this radio was cutting out. Oh nee. We need you back at Paradise immediately. Lauter rote Köpfe. Ja, was noch viel wichtiger ist, wir können nicht raus. Ja. Eine Horde. Okay. Na warte, Kollege, jetzt. Da hinter uns. Ja, warte mal, das wird ein Kettensägenmassaker. Du, Spaß da auch. Schau mal her, was haben wir jetzt getötet haben und was da noch rumliegt. Ja, gut, dann warte ich rein. Ah, die brennende Mist hier. Ja, klar, die müssen ja alle durch die Feuerwand durch. Ja, ich bin. Das ist ja. Ich muss den Typen retten. Ja, rette du den Typen. Ich helfe Sam B. Ja, ich komme wieder. Okay. Ich hab beim ersten Highlander Revival vor. Verreckt alle, verreckt doch! Vor allem, wir haben jetzt da einiges ungenietet, aber diese Hordenstärke wird nicht wirklich weniger. Ich brauche ein anderes Messer, so. Sam Hardy! Von hinten? Da sind noch welche vorne. Ich helfe Spendin. Ich will von dem Logan. Ja, ich helfe Henry. Oh Gott, irgendwie leckt es gerade ein bisschen bei mir. Hoffentlich hört es gleich wieder auf. Das wäre jetzt wahrscheinlich. Ein bisschen durchlaufen. Weil du musst dir vorstellen, dass wir vorher unsere beiden Rechner jetzt komplett wahrscheinlich die. Ein bisschen, aber. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt war bloß wieder so eine Etappe. Gott sei Dank. Nein, doch nicht. Doch, jetzt geht's wieder. Ah! Verreck! Verreck! Ey, ich beunruhigt, dass dieser scheiß Balken da oben nicht kleiner wird. Da ist eine Ohne. Okay. Schauen wir mal. Ich setze eine kurze. All of it! Wait, what? We don't have time for this. Get your ass back here! Huh. Oh, die nächste. Die große Welle, aber ich verteile meinen Punkt nur schnell. Erhöhen wir mal nochmal mal. Da kommen die erste Welle. Warte, komm her. Dann gehe ich hier in eine andere Richtung. Ja, ey, die Kettensäge ist so hammercool. Das ist Vollopfer. Wieso zündet der die ganze Bude eigentlich an? Auch irgendwer fällt um. Ich muss ihn retten. Der ist bei mir, den habe ich. Gut, dann mache ich den da noch platt. Er wollte es eh loswerden. Die Sprüche sind so cool teilweise. Ach du Scheibenkleister. Gut, da bist du. Geh ich auf die andere Seite. Ich will. Xieren sind wir denn? Du bist. You will die like the other. Scheiß auf die Others. Ich bin gerade dabei, alles umzubringen, was sich bewegt. Ich
bin sogar richtig gut dabei. Boah, eine Wasserleiche! Bist du bescheuert? Geh weg, lass mich in Ruhe, stirb! Würdest du jetzt eigentlich jämmerlich verrecken? Es ist tot, gut. Double Kill, ich bin nämlich auch tot. Ah. Komm wieder, schneller! Jawohl, ich bin wieder da. Oh, oh, das heißt, es wird nicht weniger. Wir haben die Halbzeit ungefähr. Und da vorne ist ein Schläger. Den muss ich zu Tode Ketten sägen, eindeutig. Bei mir war ein Schläger. Naja, ich kann ja gehen, aber die Ellie wird wieder gut. Komm, stirb. Hallo? Scheiße, jetzt ist der nächste Anruf im Arsch. Endlich, das hat aber jetzt gedauert. Tot, passt. Noch ein Schläger. Aua! Oh, da ist auch schlechter. Ein schlechter? Ich brauche eine Kettensäge. Kettensäge! Direkt hinter deinem. Ein schwarzer. Wenn ich den Schläger schnell. Ich komm gleich. Ja, warte, warte, aber gleich. Tot, komm. Stirb. Verreck, jawohl. Kettenkopf ab, Kettensägt. Nein. Verdammt, ich bin immer gestoppt. Aber. Jetzt pass auf, jetzt. Ah, jetzt aber. Aber jetzt. Warte mal, kommt zu mir, wo haben die ganzen Idioten da? Ich spiele das nicht, Lega. Wo sind sie? Oh Gott, war das jetzt gerade sinnlos? Meine ganze Raserei ist. Ich hab. Stimmt, oh Raserei. Ich hab auch nur Raserei gut. Das hätte ich vielleicht später machen sollen. Jetzt ist nämlich meine Raserei gerade sinnlos für ein Viech draufgegangen. Ich hab gedacht, das bringt's noch, aber anscheinend haben die anderen das schon sehr gut gemanagt. Dreck! Ja, they're coming. Jetzt sehen wir gleich, was da kommt. Damit die endlich mal. Verdammt nochmal sterben würden. Alle wieder ran! Geh drauf, geh drauf, geh drauf! Ich bin hier! Jawoll! Gibt ja so einen Aufwärtshaken, Mistsau. Ich warte mit meinem Raserei noch. Ah. Weil ich glaube, der letzte Balken wird ganz übel. Da ist noch eine Wasserleiche. Kettensäge. Sam ist bedroht, ich rette ihn. Das war eine gute Idee, dass ich das Ding mitgenommen habe. Ich hab's gewusst. Verdammt! Fast, fast. Aber wie gesagt, es war eine gute Idee, dass ich das Teil mitgenommen habe. Ich hab's gewusst. Noch eine Wasserleiche. Mit zwei hintereinander gleich. Okay, und jetzt bei Y. Hä? Nein! Hinter uns, ein schlechter! Dreh dich um, dreh dich um! Scheiße, genau jetzt, wo mein Raserei vorbei ist. Okay, warte mal. Den kriegen wir auch noch. Das ist gerade fast und durch. Und der Tod! Direkt vor mir! Ich habe irgendwas gebrochen, was? Und der Tod! Hat denn der nichts anderes zum Tor? Hallo Fred! Ja, genau. Oh, Scheibenkleister! Komm, spritz dir nochmal. Okay, ist der Schlechter? Jawohl, der Schlechter ist erledigt. Ich rette den, wer immer das davon ist. Ich rette Xian. Okay. Oh, eine Wasserleiche. Komm, komm, komm. Der Tod ist noch aktuell, oder? Ja, da ist er.
Jawohl. Tod, tot. Der Tod ist tot. Gott sei Dank. Du hast den Tod getötet. Ja, Mann. Und ich bin auf Stufe 10 aufgestiegen mit meinem Nahkampfscheiß. Geil. Und jetzt, wo müssen wir hin? Jetzt kommt nochmal der Horde, oder wie? Nein, da blinkt. Da schau mal her. Da versucht sie sich gerade durchzuschleifen, scheiß aus. Ich komm. Ah, da ist sie. Hallo. Siehst, die hat auch eine Kettensäge genommen. Warum? Weil Kettensägen es voll drauf haben. Ja? So, what do we do now? We continue with the plan, of course. Show me the map. Christ, is this it? What a mess. Apparently these are the entrances. Even so, they're both in the flooded area. Right? Yes. These entrances are inaccessible. I wouldn't necessarily rule them out. They might still be useful. Here's Kessler's place. He might know something about the tunnels. I mean, he did work with Villa, right? What if he's just as crazy? Kessler's not Villa. He's a real scientist. And if he's still alive, I'm sure he'll help us. I was originally sent here to consult with him. He's been studying the disease for years. He published a paper on it. And if anyone here knows about the tunnels, it's Kessler. And why exactly didn't you tell us all that before? Because Villa said he had a map, and I wasn't even sure Kessler was still alive. Look, if you're all too afraid to go, I'll go on my own. Listen, if Harlow say he cool, then I say we check him out. I mean, what other choice do we got? Well, we can stay here and enjoy the last little bit of life we got left. Yeah, you do that, Wayne. Me, I'm going with. All right, then. Kessler it is. Fine. I guess I'll just have to bring the party with. Okay. Wunderbar. Bring me more. Aber dann würde ich mal sagen, das war ein erfolgreiches Partende. Mhm. Passt wunderbar, wir haben das Ritual erledigt. Sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir mit der Harlow wieder reden, zum Thema was auch immer. Nächste Mission und so weiter und so fort. Beende den Wahnsinn, suche nach Marcus Will und halte ihn davor, jemanden zu verletzen. Ja, genau das machen wir. Und ja, das war's an und für sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao.